So, jetzt möchte ich Ihnen zeigen, wie man ein Schlingenmuster häkelt. Für das Schlingenmuster benötigen wir Luftmaschen, feste Maschen und dann die festen Maschen mit der Schlinge. Wir fangen an mit einer Schlaufe, genau wie beim Stricken. So, führen die Nadel durch die Schlaufe, ziehen ein bisschen stramm und der Faden wird in der linken Hand genau wie beim Stricken geführt. Jetzt nehmen wir unsere Häkelnadel, führen die Nadel vor den Faden und ziehen den Faden durch die Schlaufe. Noch einmal Nadel vor den Faden und ziehen den Faden durch die Schlaufe. Für unser Muster machen wir mal 12 Luftmaschen. So, wir haben jetzt 12 Luftmaschen gehäkelt. Und jetzt häkeln wir noch eine Masche als Wendemasche. Zurück geht es mit festen Maschen. Dafür stechen wir mit der Nadel in die Luftmasche so ein, dass zwei Maschenglieder oberhalb der Nadel liegen und ein Maschenglied unterhalb der Nadel. Wir gehen mit der Nadel hinter den Faden, holen den Faden durch und jetzt gehen wir mit der Nadel nochmal vor den Faden. Und holen den Faden durch die beiden Schlaufen. Ich zeige es nochmal. Wir stechen mit der Nadel in die Luftmasche, zwei Maschenglieder oben, eines unten, mit der Nadel hinter den Faden, Faden durchziehen, mit der Nadel vor den Faden und Faden durch beide Schlaufen ziehen. Einmal noch. Einstechen, Faden holen, vor den Faden. Und durch beide Schlaufen. Ich häkel die Reihe mal zu Ende. So, jetzt sind wir fast am Ende der Reihe angekommen. Jetzt häkeln wir noch die letzten beiden Maschen als feste Maschen. Auch die letzte kleine Schlaufe hier. Da müssen wir auch rein. Fertig. Jetzt häkeln wir eine Luftmasche als Wendemasche. Würde man Stäbchen häkeln, würde man da jetzt zwei Luftmaschen brauchen, damit man die Höhe bekommt. Wir drehen die Arbeit um. Und jetzt stechen wir mit der Nadel nicht in die erste Schlaufe, sondern in die zweite Schlaufe. Denn für die erste Masche haben wir ja schon die Luftmasche gehäkelt. Wenn Sie hier jetzt einstechen würden, würde man eine Masche zunehmen. Das wollen wir ja nicht. Wir häkeln jetzt erstmal eine normale feste Masche. Später bei unserem Strickstück würden wir ja auch die erste Masche nur als Luftmasche häkeln, die verschwindet ja nachher in der Naht. So, und die nächste, die häkeln wir jetzt mal als Schlingenmasche. Dazu stechen wir genau wie bei der festen Masche in die Masche ein. Jetzt legen wir den Mittelfinger vor den Faden, holen uns den Faden mit der Nadel durch, gehen wieder mit der Nadel vor den Faden und ziehen durch beide Schlaufen. Durch den Mittelfinger haben wir hier hinten diese Schlaufe und da wir immer den gleichen Finger benutzen, hier noch einmal, hat die Schlaufe immer ungefähr die gleiche Größe. Ich mache es noch einmal ganz langsam, in die Masche stechen, Mittelfinger vor den Faden legen, den Faden holen, den Faden noch einmal holen und durch beide Schlaufen. Und Sie können das Häkelstück immer mit diesen beiden Fingern auch gut festhalten. Hier hinten rutscht nichts runter. Ich häkel die Reihe mal zu Ende. Die erste Reihe ist immer ein bisschen mühsam und fummelig, aber das wird nachher besser. So, Wendemasche nicht vergessen. Zurück geht es mit ganz normalen festen Maschen ohne Schlaufe, denn innen im Häkelstück wollen wir ja keine Schlaufen haben. Wir häkeln also wieder unsere ganz normalen festen Maschen und Sie können schon sehen, wie schön gleichmäßig hier die Schlaufen liegen. Ich häkel die Reihe mal zu Ende. So, wir sind jetzt fast am Ende der Reihe angekommen. Ich häkel auch noch die letzten Maschen als feste Maschen hier rein. Und auch diese kleine Schlaufe hier nicht vergessen. Da müssen Sie auch noch mal rein, sonst wird das Häkelstück nachher schief. Wir machen wieder eine Luftmasche zum Wenden und häkeln die zweite Reihe mit Schlaufen. Die erste Masche nur als feste Masche,
Aber jetzt geht's wieder mit den Schlaufen los. Einstechen, Mittelfinger vorlegen, durchziehen und durch beide. Das haben wir ja jetzt schon ausreichend geübt. Ich häkel die Reihe mal zu Ende, nur um Ihnen nachher zu zeigen, wie schön gleichmäßig die Schlaufen aussehen. So, wir sind wieder kurz vor Ende der Reihe, machen unsere letzte Schlaufenmasche und noch eine feste Masche. Eine Luftmasche für die Wände und wir drehen die Arbeit um. Und jetzt sehen Sie schon, wie schön gleichmäßig die Schlaufen hier liegen. Je nachdem, wie breit Sie die Kante haben möchten, empfehle ich, dass Sie zwischen 3 und 5 solche Schlaufenreihen häkeln, wenn Sie das fürs Bündchen oder für den Ärmelabschluss benutzen wollen. Später zeige ich Ihnen dann, wie Sie aus diesen Häkelmaschen Maschen herausstricken können.